stark. Schönen guten Tag. Das ist bereits das fünfte Außenministerinnen- und Außenministertreffen in diesem so brutalen Jahr 2022. Und wir kommen heute hier zusammen als NATO-Außenministerinnen und Außenminister, um vor allen Dingen eins zu tun, gemeinsam dafür zu sorgen, dass die Menschen in der Ukraine durch diesen Winter kommen. Weil wir erleben auf brutale Art und Weise, dass der russische Präsident jetzt Kälte als Kriegswaffe einsetzt. Ein brutaler Bruch nicht nur mit dem Völkerrecht, sondern mit unserer Zivilisation. Wenn man sich einmal vorstellt, was das bedeutet, was abstrakt heißt, Bombardierung von Infrastruktur. Wenn man sich das vorstellt, wie lange würde man selber mit seiner Familie, mit seinen kleinen Kindern ohne Strom, ohne Wasser, ohne Wärme, bei 2 Grad, bei minus 2 Grad oder bei minus 12 Grad aushalten können, dann kann man sich, glaube ich, nur am entferntesten denken, was den Menschen in der Ukraine jetzt bevorsteht. Und deswegen ist dieses fünfte Außenministerinnen- und Außenministertreffen der NATO-Staaten ein ganz besonderes, weil wir reden diesmal vor allen Dingen über Winterhilfe. Wir reden darüber, wie wir schnellstmöglich Generatoren, Decken, Entminungsmaterial, aber vor allen Dingen Infrastruktur, um Wasser- und Stromversorgung aufrechterhalten zu können, in die Ukraine bekommen. Ich habe als Vorsitzende des G7-Außenministertreffens in Münster einen Koordinierungskreis auf den Weg gebracht, wo wir die Winterhilfe gemeinsam koordinieren. Und hier beim NATO-Treffen wollen wir jetzt die Winterhilfe, die unterschiedliche Länder bereits leisten, die die G7-Staaten leisten, gemeinsam mit den Maßnahmen der NATO koordinieren und zusammenbringen. Denn wir müssen alles dafür tun, dass dieses brutale Kriegsvorgehen mit Kälte, mit dem Drohen von Erfrieren und Verdursten verhindert wird. Wir haben als Bundesrepublik Deutschland dafür in den letzten Wochen 150 Millionen Euro auf den Weg gebracht, in Form von humanitärer Hilfe, aber auch in Form von Unterstützung von Infrastruktur. Das bedeutet Decken, das bedeutet Generatoren, das bedeutet Krankenwagen jetzt auf den Weg in die Ukraine zu bringen. Und dieser Angriff auf die europäische Friedensordnung, der findet nicht irgendwo statt, der findet direkt vor unserer Haustür, direkt in unmittelbarer Nachbarschaft statt. 250 Kilometer von hier beginnt der russische Terror, beginnt das Leiden. Wir sehen bereits Schnee in den unterschiedlichen Regionen hier vor Ort und können uns nur im Entferntesten vorstellen, was 250 Kilometer von hier die Menschen jetzt für die nächsten Tage und Wochen planen. Und daher ist es so wichtig, dass wir hier als NATO-Außenminister zusammenkommen, aber eben als Freunde, als Menschen, als Mitmenschen und Europäerinnen und Europäer an der Seite der Ukraine jetzt gemeinsam und geschlossen stehen. Frau Ministerin, Sie haben von der Winterhilfe gesprochen. Der Winter hat sich aber ja im Prinzip angekündigt und es kommt ja nicht als Überraschung, dass das Leiden der Menschen verstärkt. Reagiert die NATO hier ein bisschen zu spät? Dass dieser brutale Bruch der Zivilisation so geführt wird, also ich hätte mir das in den letzten Jahren niemals vorstellen können. Deswegen jetzt als Selbstverständlichkeit hinzustellen, dass natürlich der russische Präsident diese Methoden wählt, ich finde, das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Es ist der brutalste Bruch des Völkerrechts, den man sich jemals hätte vorstellen können. Weil wenn gezielt Infrastruktur bombardiert wird, dann nimmt man mutwillig in Kauf, dass Kinder, dass Alte, dass Familien erfrieren, dass sie verdursten, dass sie verhungern sollen. Und wir als Außenministerinnen und Außenminister der EU, der NATO, der G7 werden alles dafür tun, das zu verhindern. Weil es ist vollkommen klar, dadurch, dass der russische Präsident mit seinem perfiden Plan, in wenigen Tagen die Ukraine militärisch einnehmen zu können, keinen Erfolg hatte, möchte er jetzt das Rückgrat der ukrainischen Gesellschaft, er möchte die Ukrainerinnen und Ukrainer brechen. Und wir werden alles dafür tun, um das zu verhindern. Das Material, was man dafür braucht, ist das anders als zum Beispiel Waffen in ausreichender Zahl vorhanden? Also muss man nur den Knopf drücken und es hinschicken? Wenn es einfach wäre, dann würden wir jetzt nicht vor der großen Herausforderung stehen. Warum bombardiert der russische Präsident gezielt Infrastruktur? Weil er weiß, dass man eine Wasserversorgung, dass man eine Stromversorgung nicht auf Knopfdruck wieder aufbauen kann. Wir haben aber deutlich gemacht, schon in dem Moment, als der russische Präsident im Frühsommer versucht hat,
Hunger als Waffe einzusetzen, dass wir alles dafür tun, um das zu verhindern. Und durch eine gemeinsame Kraftanstrengung haben wir weitestgehend die allerschlimmsten Folgen abmildern können. Und das Gleiche bereiten wir jetzt seit dem Spätsommer auch für diesen Winter vor. Wir mussten allerdings erleben in den letzten Tagen und Wochen, dass die Brutalität des russischen Präsidenten keine Grenzen kennt, dass er gezielt jegliche zivile Infrastruktur bombardiert. Und die Schwierigkeit ist eben, wir haben bereits über Hunderte von Generatoren in die Ukraine geliefert, dass wir große Generatoren brauchen, damit die Elektrizitätswerke, damit die großen Kraftwerke, die jetzt kaputt gebombt werden, damit die Leistung erfüllen können. Das heißt, wir brauchen Geld, wir brauchen Material, was geliefert wird, und dann brauchen wir vor allen Dingen große Generatoren. Und auch darüber zerbrechen wir uns mit Hochdruck den Kopf, wie wir zum Beispiel aus Eisenbahnloks große Generatoren ausbauen könnten, sie auf einen Lastwagen transportieren können oder auch auf Zügen transportieren können, um sie in die Ukraine zu bringen. Also jegliche Kreativität ist gefragt, jegliche Solidarität und jegliche finanzielle Hilfe. Und das bringen wir hier gemeinsam auf den Weg. Die Ukraine. Zusätzliche Flugabwehrsysteme. Sind Sie offen dafür, deutsche Patriot-Systeme eventuell auch in der Ukraine zu stationieren, eventuell nachdem ukrainische Soldaten für 6 Monate zum Beispiel in Polen daran ausgebildet wurden? Mit Blick auf die Luftverteidigung haben wir gerade als Bundesrepublik Deutschland in den letzten Monaten sehr unterschiedliche Dinge bereitgestellt. Das IRIS-T-System, an dem auch ausgebildet wurde. Wir haben dann erlebt, dass wir mit Blick auf die Vorfälle in Polen sicherstellen müssen, dass wir bei all der militärischen Lieferung, die wir in die Ukraine leisten, auch sicherstellen müssen, was wir im eigenen Bündnisgebiet an Materialien haben. Die Verteidigungsministerin hat Polen deswegen mit Blick auf die Situation in Polen die Patriots angeboten. Wir sind darüber jetzt gemeinsam im Gespräch. Man muss nur auch hier aufpassen, so komplex das ganze Bild ist. Das eine ist die direkte militärische Unterstützung der Ukraine, die unabdingbar ist, die wir immer weiter ausbauen werden, solange die Ukraine uns braucht. Und das andere ist unser eigenes Bündnisgebiet. Und auch hier müssen wir abgewogen alle notwendigen Schritte gemeinsam gehen. Vielen Dank.